Es ist endlich Mai und die Temperaturen sind endlich so hoch, dass man von Frühling sprechen kann. Ich zeige euch mal, wie es bei mir hier im Gewächshaus und draußen aussieht und auf der Garage und sonst wo überall. Viel Spaß bei dem Video, mein Lieben. Hier auf dem Garagendach habe ich in den letzten Tagen eine Fläche erstellt, die zur Zucht der Venusfliegenfallen dient. Seit Anfang April wird diese Fläche von morgens bis abends von Sonnenschein geflutet. Erst Ende September kommt mittags Schatten hinzu. Einige Venusfliegenfallen haben in den letzten zwei Tagen Frost abbekommen und sehen noch nicht gut entwickelt aus. Andere Venusfliegenfallen, die diese beiden Frosttage im Gewächshaus verbrachten, haben sich hervorragend entwickelt. In den kommenden Wochen erwarte ich große Fallen. Drosera pinnata dichotoma ist ebenfalls ein heißer Kandidat für das Garagendach. Wichtig ist eine kontinuierliche Wasserversorgung, vor allem im Hochsommer, damit die Wurzeln gekühlt werden. Ein Schattierungsnetz wird hier unterstützen. Diese Exemplare fangen gerade erst an auszutreiben. Man erkennt noch gut die abgestorbenen Blätter vom letzten Jahr. Diese pinnata dichotoma ist bereits weiter, aber sie sehen sehr blass aus, denn sie befanden sich zum Überwintern im Keller und dann unter Kunstlicht bei Zimmertemperatur. Da pinnata extrem lichthungrig ist, das Licht aber zu wenig PS auf den Boden brachte, sind die Blätter etwas vergeilt. Die Pflanzen müssen sich noch an die Sonne gewöhnen, bevor sie auf das Garagendach kommen. Ansonsten verbrennen die Blätter und die Pflanze könnte sterben. Das Gewächshaus habe ich Anfang Mai endlich von der Noppenfolie befreit. Eigentlich hätte ich das bereits im April machen können, wie letztes Jahr, doch hatte ich frostempfindliche Drosera darin. Und eine Heizung ohne Noppenfolie bringt so gut wie gar nichts außer Kosten. Das größte Problem war, die Noppenfolie unter dem Solarmodul zu entfernen. Unter diesem Modul werden die Nepenthes ihren Platz finden. In unserem neuen Gewächshaus nächstes Jahr werde ich zwei Module installieren und darunter werden dann Fettkräuter gezüchtet. Ab sofort erhalten die Pflanzen mehr Sonnenschein und können ihr Wachstum beschleunigen. Hauptsächlich werden Jungpflanzen und Drosera im Gewächshaus gezüchtet. Die großen Sarazenien befinden sich alle außerhalb. Diese Sarazenia venosa Ghost, die aus Samen gezogen wurde, hat sehr unterschiedliche Aderungen, aber ist immer gleich blass. Ich finde den Kontrast zwischen Blässe und roter Aderung richtig geil. Ich bin mal gespannt, was es noch so für Formen geben wird. Diese Drosera filiformis, Subspezies filiformis, ist dank der Wärme gut 14 Tage vor den filiformis, die sich ganzjährig draußen befanden. Umtopfen wäre hier angebracht, denke ich. Drosera intermedia, Old Green, sollte auch langsam umgetopft werden, wenn ich mir dieses Bildmaterial anschaue. Auch dieses Jahr hat Sarazenia oreophylla, das erste Schlauchpflanze, ihren Schlauch fertig ausgebildet. Die Färbung ist noch nicht final, aber sie hat ja noch etwas Zeit. Und jetzt schaut euch mal diese Sarazenia purpurea venosa an. Sie hat ihre Winterruhe im Gewächshaus und kam dann auf die Fensterbank im Wohnzimmer. Aufgrund der Größe sollte sie auch umgetopft werden. Die Pflanzen, die du hier mit offenen Blüten siehst, befanden sich bis März im Keller und konnten so schon früher austreiben. Die große Blüte gehört übrigens zu einer Sarazenia flava maxima im Mike King F91. Die Sarazenia purpurea Subspezies purpurea hier sind frisch geteilt und wachsen sehr gut an. Selbst ohne Wurzeln fangen sie an, neue Blätter zu bilden. Sie befanden sich immer draußen im Außenbecken. Unser Thermometer ging dieses Jahr bis minus 13 Grad an mehreren Tagen hintereinander. Geschadet hat es ihnen nicht. Und zu meiner Verwunderung hat auch Sarazenia alata diese Temperaturen ohne Probleme überstanden. Großes Wachstum ist leider noch nicht zu sehen. Wahrscheinlich wäre sie weiter, hätte man sie in den letzten 14 Tagen in ein Gewächshaus gestellt. Im Frühling starten nicht nur die Pflanzen mit ihrem Wachstum und die Blüten beginnen zu wachsen. Nein, auch Schädlinge vermehren sich. Ich habe hier immer zwei Probleme. Blattläuse an den jungen Trieben der Sarazenien und Schneckenfraß. Bei den Blattläusen hilft natürlich absammeln, absammeln, absammeln und ein bisschen mit, ich glaube es ist von Neudorf, Blattlausfrei, das benutze ich. Von anderen habe ich gehört, dass sie Neemöl benutzen zum Gießen und das geht dann in die Adern der Pflanzen und die beißenden Schädlinge sterben dann, indem sie das Neemöl aufnehmen. Bei den Schnecken habe ich leider noch kein Mittel gefunden, wie ich die hier raushalte aus dem Gewächshaus. Einmal drin, dann bleiben sie leider auch für immer hier drin. Hier hilft es immer nur, sie abzusammeln und in den Wald zurückzuschmeißen, aber sie kommen leider immer wieder. Was steht als nächstes an? Ich räume gerade das Chaos in diesem kleinen Gewächshaus auf
und notiere mir, welche Pflanzen ich da eigentlich habe und welche ich teilen könnte. Im großen Gewächshaus werde ich die neuen Schalen wieder etwas niedriger stellen. Derzeit stehen sie auf den Behältern, weil sie hinten und vorne überragen und abknicken. Und wenn das fertig ist, werde ich ein Bewässerungssystem installieren. Übrigens war letztens hier Gary von Just Plant Addicted. Ich verlinke euch den Instagram-Kanal mal unten in der Beschreibung. Aber hier, der kommt aus Ingolstadt. Wir haben uns ein paar Pflanzen hier angeguckt und auch ein paar coole Sachen besprochen. Wir haben auch zwei coole Dinge vor. Erstens, wir wollen bei der JHV, der GFP, als Abkürzung, bei der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft für Fleischfresserpflanzen, möchten wir zusammen einen Stand in Augsburg eröffnen. Wir wollen einen kleinen Stand haben am Samstag. Ich glaube, der 2. Juli müsste das sein. Da wollen wir unsere Pflanzen verkaufen. Wenn ihr Interesse habt, hier, große Venosa. Genau, und ich werde auch zum Gary mal fahren und seine Nepenthes und Utricularia-Sammlung begutachten. Und dann werden wir noch ein bisschen darüber reden und ein kleines Interview führen. Aber das kommt dann in den nächsten Wochen. Jetzt beschäftige ich mich gerade mit einem Bauantrag für unser neues 30 Quadratmeter Gewächshaus. Da braucht der Architekt noch ein paar weitere Informationen zur Größe und welches Gewächshaus das genau ist. Und ich werde euch auch auf dem Laufenden halten, denn ab Sommer 2024 ist es dann soweit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.